بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zu unserem Kurs Lerne die arabische Schrift. Wir sind jetzt in Lektion 9, Teil 11, also in dem letzten Teil der Lektion 9. Und beim nächsten Mal haben wir dann den Test für diese Lektion 9. Inshallah. Ich werde heute mal meine Strategie ein bisschen ändern. Ich werde nicht mehr den gesamten Satz immer als Ganzes sagen, sobald ich einen Buchstaben gelesen habe, weil das einfach zu viel wird. Es wird einfach zu lang. Sondern ich mache das immer wortweise. Also ich sage immer den Buchstaben mit dem Tashkil dazu. Dann spreche ich das aus. Dann gehe ich zum nächsten Buchstaben, spreche ich das aus und dann zum nächsten. Und dann am Ende packe ich das ganze Wort zusammen. Und das mache ich mit jedem Wort. Und sobald wir ein Wort ausgesprochen haben, packe ich das dann in den ganzen Satz, inshallah. Denn ihr seht, die Sätze werden wirklich immer länger. Also, wir fangen mal an. Bismillah. Wow, Fatha, wa. Ha, Dhamma. Wow, Fatha, wa. Wa, huwa. Wa, huwa. Hier ist ein Hamzal Tawassul. Wenn es am Anfang eines Satzes steht oder wenn man nur das eine Wort ausspricht, also wenn das Hamzatul Wasl am Anfang von irgendetwas steht, was man ausspricht, dann liest man das mit. Das heißt, ich würde jetzt bei dem Lesen von diesem einen Wort mitlesen. Aber wenn wir es zusammenpacken, diese beiden Wörter, dann würde das Hamzatul Wasl von diesem Fatha ersetzt werden. Alif Lam. Al, Röin Fatha, Ro, Fa, Dhamma Wau, Fu, Ro, Dhamma, Ru, Al, Ro, Furu, Al, Ro, Furu. Jetzt den ganzen Satz bis dahin. Huwal Rafuru. Huwal Rafuru. Alif Lam, Al. Wow, fehlten Fatha. Das ist ein Fehler in dem Druck von dem Buch, das ich benutzt habe. Also, wow, Fatha, Wa. Dal Dhamma Wow, Du. Dal Dhamma, Du. Al-Wadudu. Al-Wadudu. Jetzt den ganzen Satz. Wa-Huwa-Al-Rafurul-Wadudu. Und hier wird das Hamzatul Wasl von dem Dhamma ersetzt. Also, Huwa-Al-Rafurul-Wadudu. Das hier ist jetzt ein Wort. Das heißt, das ganze Wort besteht aus Adal Dhamma Wow, also Du. Das nächste Wort ist dieses Wort hier. Alif Lam, Al. Ein Fatha Ra, Aur. Shin Kasra, Shi. Al-Arshi. Al-Arshi. Und wenn man das jetzt zusammenpackt, diese beiden Wörter, dann wird das Wow nicht ausgesprochen und auch das Hamzatul Wasl nicht ausgesprochen, sondern man geht sofort von diesem Dhamma zum Lam. Also nicht Udhu Al-Arshi, sondern Dhul-Arshi. Dhul-Arshi. Jetzt mal den ganzen Satz bis dahin. Wa-Huwa-Al-Rafurul-Wadudu-Dhul-Arshi. Alif Lam, Al. Mim Fatha, Ma.
Jim Kasroya, Ji, Dal Bama, Du. Al-Majidu. Den ganzen Satz. Wahual Rafurul Wadudu Dul Arshil Majidu. Noch einmal ein bisschen langsamer nochmal. Wahual Rafurul Wadudu Dul Arshil Majidu. Jetzt zum nächsten Satz. Lam Fatha. La, Qaf Fatha Dal, Qad, La Qad, Kha Fatha, Kha, Lam Fatha Qaf, Laq, Na Fatha Alif, Na. Also das ganze Wort ist Cholakona, Cholakona. Und der ganze Satz bis dahin ist Lakode Cholakona, Lakode Cholakona, Lakode Cholakona. Jetzt das nächste Wort Alif Lam, Al. Alif, Fatha, Alif, Hamza, Kasra, Nun, In, Sin, Fatha, Alif, Sa, Nun, Fatha, Na, also das ganze Wort, Al-Insana, Al-Insana. Wenn man das jetzt mal komplett ausspricht, hier, das Alif wird nicht ausgesprochen, wenn man das zusammenspricht. Und das auch nicht. Also das Hamzatul Wasl von dem Alif Lam. Das hier sollte eigentlich ein Hamzatul Wasl sein. Das würde dann alles zusammen dieses Fatha ersetzen. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal insana. Dann gehen wir mal weiter. Fa Kasroya Fi. Und das Fi bekommt dann ein Mad, weil darauf ein Hamza folgt. Also Fa Kasroya Fi. Alif Hamza Fatha Ha. Alif Hamza Fatha Ha, Ah, Sin Fatha, Sa, Nun Kasra, Ni. Jetzt mit dem Mat ausgesprochen, weil das Hamza danach kommt, wenn wir das jetzt hier mal aussprechen wollen. Fi Ahsani. Fi ahsani. Jetzt mal den ganzen Satz. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani. Dann das letzte Wort von diesem Satz. Ta fatha qaf taqu. Waw kasra ya wi. Mim kasrotan min. Taqwimin. Taqwimin. Und jetzt den ganzen Satz. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Ich mach's noch einmal ein bisschen langsamer. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Jetzt zum nächsten Satz. Alif, Hamza, Fatha, Ein, A. To, Fatha, Ja, Doi. Nun, Fatha, Alif, Na. Kaf, Fatha, Ka. Au, Doi, Na, Ka. A'tainaka. Alif Lam Al Kaf Fatha Waw Kau Tha Fatha Tha Ra Fatha Ra Al Kau Thara Al Kau Thara. Wenn man das jetzt mal ganz zusammensetzt, das Ganze hier, diesen Satz. A'teina kal kauthara. A'teina kal kauthara. Jetzt kommen wir zu einem Wort, das eine ganz einzigartige oder eine ganz besondere Zusammenstellung hat an Buchstaben. Diese Konstellation von Buchstaben gibt es nur dreimal im Koran und es ist ein Mad, das sozusagen das erste Alif oder das erste Alif Hamza verlängert. Wenn man jetzt sich mal dieses Mad hier wegdenkt und auch das Alif davor, dann wäre das einfach das Wort Al-Ana. Das ist ein ganz einfaches Wort eigentlich, Al-Ana, das heißt jetzt, Al-Ana. Aber wenn man das Hamza davor packt und dann das Alif ein Mat bekommt, dann ist es nicht Al-Ana, sondern dann ist es Al-Ana. Also dieses hier hat vier Schläge insgesamt und dann kommt das Hamza Fatha Alif hier mit zwei Schlägen. Also insgesamt wäre das Hamza Fatha Alif Mat Lam. Also das hier wäre Al. Hamza Fatha Alif A. Nun Fatha Na. Al Ana. Also das Wichtige, was ihr euch merken solltet, ist einfach, dass es drei Wörter im Koran gibt, die diese Konstellation haben mit Hamza, Fatha, Alif, Mat. Inshallah. So, Alhamdulillah, jetzt kommen wir zu dem Ende der Lektion 9. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Lektion 9, dem Test. Und dann hoffen wir mal, dass ihr auch gut dafür gelernt habt, Inshallah. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.